So, meine lieben Freunde des Customs da draußen, ich nehme euch jetzt doch mal mit. Ich habe ja neulich gezeigt, dass ich dieses neue Modell hier bekommen habe, was leider hier einen Schaden hat. Man sieht es da gut, da einen Schaden und ganz schlimm eben hier hinten der Schaden. Des Weiteren hat er da einen Sprung in der Scheibe, zum Glück vorne nicht und ihm fehlt auch nicht die Tür oder irgendwas. Nur das Lenkrad, das kriege ich auch noch hin. So, und das ist mein altes Modell hier, wo eben die Tür fehlt auf jeden Fall. Aber rundum ist das hier alles noch dran, was gut ist, beziehungsweise gut war. Ja, es war mal gut. Hier ist aber die Scheibe gesprungen, also ist auch gesprungen und hinten auch. Also werde ich die Scheibe, falls ihr mir jetzt noch folgen könnt, von dem nehmen und sie da reinbauen. So, des Weiteren hatte er aber vorne den ganzen Spoiler weggebrochen. Also da war alles kaputti und den habe ich jetzt auf jeden Fall erneuert. Finde, das sieht ganz gut aus. Das muss ich noch ein bisschen wegschleifen, ein bisschen nacharbeiten, die kleine Stelle da. Und wenn ihr wissen wollt, aus was ich das gemacht habe, es ist aus, wollen wir hier keine Werbung machen, aber hier von so einem Margarinendeckel. Margarinenesser kennt das vielleicht. Und macht sich echt gut. Kann ich nur empfehlen. Also aus Müll wieder mal, so wie auch schon so oft, was Schönes gemacht. Und ich finde das, wie nennt man das? Nicht Spoiler, sondern die Front, was auch immer. Sieht ganz gut aus. So. Das jetzt dazu. Denn kommen noch neue Räder ran. Ich zeige das dann eventuell, denke ich mal, wenn ich jetzt schon damit angefangen habe, in den nächsten Folgen dieser kleinen Videoserie hier, wie ich eben diesen geilen alten Oldschool Golf ja aufpimpe, beziehungsweise ihn wieder ja schön mache. Ja, wie gesagt, zwei Schrottmodelle und aus den beiden mache ich ein komplett gutes, hoffentlich. Also bis denn, das war erstmal der erste Teil. So, ich hab das jetzt hier schweren Dingsbumses abgekriegt, weil es da an diesen Haken-Ding, ja, sagen wir mal, gehangen hat. Echt schwierig und ich konnte das jetzt auch nicht filmen. Kann hier nicht alles irgendwie filmen, sonst müsste ich wirklich hier was aufbauen. Vielleicht muss ich das dann doch nochmal machen. Jedenfalls habe ich hier den Unterboden jetzt erstmal ab. Die Räder, ihr seht es, ja. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das hier alles hinkriegen. Das muss hier eben auch noch aufgeschraubt werden. Hat auch nur eine Schraube, komischerweise. Und ja, kicken wir mal. Also das ist extrem krass. Dieses Modell, ihr seht es hier, ich weiß nicht, was dem da hier ausgelaufen ist, dem Kollegen da. Das ist das neue Modell, was ich praktisch gebraucht gekauft habe. Und ihr seht es hier schon, es hängt praktisch damit drinne. Also wer sowas mal auseinanderbauen will, äußerst vorsichtig sein. Ihr seht schon, jetzt klebt es so hier an meine Finger. Ja, ich habe es jetzt letztendlich irgendwie kaputt gemacht. Diese Teile hier, ihr seht es dann mal. Da liegt es. Ja, also ist das jetzt denn praktisch nur noch Schrott. Ja, anders ging es nicht ab. Ziemlich eklig auf jeden Fall. Ja, ich melde mich dann wieder. War auf jeden Fall ein krasser Akt gerade. Ohne, dass man eben was zerbricht. Aber ihr seht's, das ist auf jeden Fall weggebrochen da. Ja, was soll ich machen? Die Teile habe ich jetzt hier einfach reingelegt. Muss ich sehen, ob ich das eventuell nochmal klebe oder irgendwie was. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht's. So, kurze Aufnahme, war auf jeden Fall super dreckig, habe ich jetzt erstmal ein bisschen desinfiziert, kommt jetzt gleich in eine Waschanlage sozusagen. Wollte nur mal kurz zeigen, wie das von innen aussieht, weil die Lampen praktisch, ja, also diese Vorderlichter hier, sind wirklich verbunden mit den ganzen, mit den ganzen Innenscheiben, wo ich jetzt auch erstmal gucken muss, wie ich die rausbekomme, ohne dass sie kaputt gehen. Also das ist wirklich auch nicht einfach. Gut, das dazu.
Schade. Ich hab's jetzt gerade, also man muss mit beiden Fingern auf jeden Fall das raushebeln. Oder man hat ein Instrument, wo das geht. Also ich hab's jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Wie gesagt, müsste die Kamera wirklich mal versuchen, irgendwie dann doch mal aufzustellen. Aber ich habe jetzt keine Lust dazu eigentlich gehabt. Deswegen, ihr seht, man kriegt es auch mit einer Hand raus. Sieht ein bisschen komisch aus vielleicht auf dem Video, aber... Oh. Hallo. Aber es funktioniert. Wenn man das ganz vorsichtig rauszieht hier. Ah, da hängt es natürlich wieder. Also, ich brauche wahrscheinlich doch alle beide Hände. Ihr seht da jetzt natürlich wahrscheinlich nichts. So, jetzt habe ich sie aber rausgekriegt. Cool, die Scheibe. Und ich schätze mal, vielleicht werde ich die auch einfach mit in die Waschanlage tun. Ja, und damit haben wir eigentlich unser Inlay, oder wie man das nennt, den Innenbereich rausgenommen. Da haben wir jetzt nur noch das, wie sagt man es, ja, das Außengerüst. Und das habe ich jetzt natürlich gemacht, weil ich das natürlich lackieren will in einer anderen Farbe. Klar könnte man jetzt sagen, ja, lasst das doch so, aber kickt euch das da an, ist ganz schön kaputt. Und das ist ja auch nur ein Aufkleber, also muss ich noch überlegen, ob ich das so lasse. Vielleicht lade ich ja auch jetzt einfach den ersten Teil, ihr seht, da ist auch der Aufkleber so ein bisschen ab. Vielleicht lade ich auch einfach den ersten Teil jetzt mal hoch, schneidet natürlich vorher zusammen und dann könnt ihr vielleicht mal sagen, beziehungsweise Mike, mein Bruder, was du davon hältst, ob man das so lässt, in diesem alten Stil, was ich eigentlich nicht vorhatte, weil ich wollte eigentlich den, weil ihr seht es da auch, der Aufkleber, also man sieht wirklich diese Aufkleber hier so drauf, das sieht eigentlich nicht so cool aus, wäre nur für die Nostalgie eben, ja, dass man das so lässt, aber mal gucken. Ich habe eher vor, mir das Modell irgendwann nochmal wirklich in komplett ganz zu kaufen, in einem super Zustand, dass man sich das irgendwie nochmal holt. Ihr seht auch, da ist das auch schräg aufgeklebt, also weiß ich nicht. Und die Werbung gefällt mir auch nicht so wirklich. Piment, Parfüm und BP, keine Ahnung. Das Einzige, was ich lassen würde, wäre das VW-Zeichen, also da schneidet man einfach drum rum. Muss ich jetzt überlegen, also ich lade wahrscheinlich den Teil jetzt einfach mal hoch. Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe es auseinandergenommen, werde das jetzt hier in der Wäsche tun. Hier ist das Teil, was praktisch jetzt von mir bearbeitet wurde. Man sieht es hier ganz gut. Oh, das war eben das Teil von vorne. GTI steht da schön drauf, richtig geil. Das war praktisch das Teil, was ich jetzt umgebaut habe von dem anderen Auto. Ja. Und hier muss man jetzt aufpassen, dass hier nichts kaputt ist.